So, hallo. Ich dachte mal, ich mache mal ein Video auf Deutsch über Futter in so eine kleine Testbasis. Heute ist Natur angesagt. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich habe das ein bisschen etwas fester gemischt, ein bisschen mehr Wasser reingetan, wie ich normalerweise machen würde. Also wenn ich jetzt auf so einen großen Kanal oder einen Fluss oder so ein paar Mal quetschen, dann ist er schon ziemlich steif. Ist ja auch ein ziemlich aktives Mischung. Wie ihr vielleicht da schon sehen könnt, da steigen schon ein paar Partikel auf. Ist ja nicht unbedingt so ein grobe Partikel Anzahl drin, ist so mittelgrob, wenn man so sagt, aber also mehr fein als grob, kann man so sagen. Also nicht so grob wie Rekord Silber oder Gold oder so. Also die Partikel sind einigermaßen ziemlich klein. Klar, da ist ja ziemlich viel Hanf drin. Und ja, wie gesagt, wie man schon sehen kann, da gibt es schon einen Wolkeneffekt schon. Wie gesagt, ich habe das schon ziemlich oft auch in die deutschen Kanäle oder Fließwasser oder in Holland oder was weiß ich. Besonders wo es tief ist oder wenn der größte Anteil von den Zielfisch Rotaugen sind. Ist ja nicht unbedingt nur für Rotaugen. Aber ich habe da mehr Erfahrung oder mehr gute Resultaten gehabt, wenn ich auf große Rotaugen los musste. Muss nicht unbedingt so ein Kaltwetter-Mischung sein. Man kann das ja auch ganzes Jahr schon mit angeln. Kein Thema. Auch im Winter hatte ich da kein Problem mit. Ich nehme da so einen kleinen Sieb und nehme dann die größeren Partikel da schon mal raus, dass das dann etwas feiner ist. Aber im Grunde genommen kann man das das ganze Jahr schon mal angeln, kein Problem. Ich habe da auch schon Brassen, Skimmer, Karpfen, Schleier, alle möglichen Fischarten mit dieser Futter schon gefangen. Ja, man kann das auch im Futterkorb benutzen. Wie zum Beispiel eine Maas oder so, oder Fechte. Wo man auf die große Rotaugen und Barben und besonders Barben auch noch, wegen dem Hanfanteil. Klappt auch. Aber wenn man das riecht, das ist ja mehr, man kann ja schon riechen, dass da großer Brotanteil ist. Und ja, aber der Klebeffekt ist ja ziemlich stark da drauf. Wie gesagt, man kann das ja auch mit vielen anderen Produkten mischen, so wie Turbo, wie das schon mal erwähnt, Rekord Silber oder Gold, Secret auch. Oder wenn du eine leichtere Mischung dazu addieren möchtest, so wie Super Cup oder so, oder Super Rolls auch noch, oder große Wohnen. Kann man alles damit mischen, kein Problem. Sogar Expo auch noch, wenn man jetzt unbedingt auf Schleier los wollen, nimmst du die alte Expo mit, mischt das dann zusammen, dann logisch, man kriegt da so mehr rotfarbiges Mischung daraus. Klappt auch sehr gut für Schleier. Also ist ja vielfältig. Man kann ja auch, wie gesagt, ich habe das auch hier in England auf Karpodrom benutzt. Mehr oder weniger im Winter, wenn ich dann nur auf Rotaugen gezielt bin. Das klappt immer ziemlich gut, aber ich dunkle es dann ein bisschen mehr ab, ein bisschen Magic Color. Schwarz. Und das klappt immer ziemlich gut. Das bricht sich immer noch auseinander. Wie man schon sehen kann, das ist ja schon ein kleiner Futterteppich da am Grund. Das ist auf jeden Fall genau das, was man braucht. Aber da gibt es auch andere Futtermischungen, wo das dann sehr langsam auseinanderbricht oder ganz feine Mischung. Das bleibt dann eben nur so ein kleiner Haufen. Das möchte man auch nicht unbedingt. Am besten ist es, wenn es dann ein bisschen auseinanderbricht. Wenn man überlegt, wenn so viele Fische auf einem kleinen Punkt sind, dann ist es ja klar, dass man viel Bisse bekommt. Oder man hakt dem Fisch irgendwo in eine Flosse oder was weiß ich. Das will man ja nicht unbedingt. Ja, falls Sie dann Interesse haben, einfach darunter schreiben, kommentieren, was für Produkte ihr dann sehen wollt.
Ich kann es dann auch noch weitermachen, kein Problem. Dachte, ich probiere das mal aus, mal gucken, wie das auf Deutsch geht, ob da genug Interesse dran ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.